Ja, moin liebe Freunde des Schrotts und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Goodbye Deponia bzw. Deponia 3. Wir fahren fort, liebe Freunde. Und zwar werde ich jetzt nochmal zum Pelikan gehen. Müssen wir den Fisch... Was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Nein. Also sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Ist klar. Aber schön, dass das Spiel nochmal selber bestätigt, dass es der dritte Teil ist. Schön. Tja, was machen wir mit den Seher? Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige... Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer Hin... Ich kann meine Sachen immer noch... Vor allem frage ich mich, wozu brauche ich den Kleider? Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Hervorragend. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Versteht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow, ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Tja, anscheinend ja nicht. Oh, ich traue... Wenn das ein O... Oh... Da hängt ein Hand. Mein Lieb. Das kennen wir schon. Ich habe dir, es enthält also. Ja, das kennen wir schon. Alles gut. Es ist gerade so unsagbar unhilfreich. Er braucht keine Welt voraus. Er braucht keine Welt voraus. Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Und die passt mir nicht. Aber die Farbe steht mir. Ich verstehe nicht, warum man die Unterhose nicht rausnimmt. Klar, wahrscheinlich kann man sie nicht gebrauchen. Ist schon logisch, aber... Dieser verlauste Kopfkissenbezug erstens und zweitens... Ich wüsste gerne, was es mit dem Loch auf sich hat. Die eignen sich her. Ich kann meine Sachen. Ich kann meine Sachen. Ja, jetzt geht schon wieder dieses Ratespiel los. Ihr merkt das schon. Ratlosigkeit macht sich bereit. Mich irritiert, dass hier extra steht Fischmesser. Es hätte ja auch ein ganz normales Küchenmesser sein können. Aber nein, das steht ausgerechnet, ne? Kriegt ihr nicht irgendwann mehr, wo wir... Tja. Und wie wär's stattdessen? Keine Antwort. Gibt's denn nicht hier noch irgendwas? Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Ja, guck dir doch mal das Wasser an. Oder zumindest ist das, was Wasser sein soll. Bisschen sehr grün. Ich frage mich bloß, wie wir an das Rohr rankommen sollen auch. Also, weiß ich nicht. Also, irgendwie ist das schwierig. Da kannst du nicht weiter, ne? Nee. Der Pelikan bin ja auch selbst. Zu spät. Der Pelikan bin ja auch selbst. Ich wundere mich auch ehrlich gesagt, dass wir mit der Mülltonne noch arbeiten können. Okay, ich trage nur selten so gelacht. Okay, ich trage selten so gelacht.
echt schwierig, Freunde. Es ist echt schwierig. So ist kein Rankommen. Ich denke mal, da kommen wir noch im Laufe der Zeit hin. Die Frage ist nur halt, was ist jetzt der nächste Schritt? Das ist jetzt die große Gewinnfrage. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir den Drittelschrauber brauchen. Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte, ist ja schon gut. Nee, wir brauchen ihn, um die Uhr zu richten. Hallo? Mats Wieland. Zimmer... Wann ist mein Lapskaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Kein Problem. 12 Uhr, das heißt, wir müssen auf die Uhr achten. Immer noch 4 Uhr. Ja, ich würde ja gerne an der Uhr drehen, aber dafür brauche ich den Schlüssel, den Schrauber, den Doc hat. Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Fischmesser geht. Was ist klein und rund und riecht eine Mutter? Ja, wie gesagt, damit geht es eher nicht. Was hat eine Mutter? Was hängt nur eine Mutter? Er zieht wirklich sämtliche deine Mutterwitze durch. Was hat auf dem Beifahrersitz eine Mutter? Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich praktische Zeit für die nächsten. Ist das wirklich so ein blindes Hin- und Hergeklicke gerade? Wenn ich sie einfach so mitnehme, was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Ja, ist klar. ja. Ich hänge gerade, Freunde. Merkt man vielleicht auch. Nein, so gar nicht, ich weiß. Doch, merkt man. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Die Frage ist, was für ein Streich? Mr. Toffe, bescheuert. Ich hoffe, er... Hey, lass... Hey, 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 hey. Schade, ich dachte, das würde was auslösen. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Oh ja. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, der ist keinem von uns. Er zieht sich die Kutte über den Kopf. Ja, aber ich kann die Sache. Ich denke vor allem. Irgendwas fehlt uns. Irgendwas, was wir brauchen. Absurder Humor ist ja an sich. Aber ich kann. Ich denke vor allem. Absurder Humor. Aber ich kann. Ich denke vor. Irgendwas habe ich noch nicht gefunden, was wir brauchen. Irgendwas. Er braucht keine Voraus. Hey, bleib da an der Tür stehen. Ich dachte, ich soll... Ja, kannst du dich vielleicht... Bevor ich dich aber allein lasse... Oje, jetzt kommt alles raus. Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Na los, hopp, na verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte... Ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und
kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Welches war noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Laster kann Last. Oh, sehr gern. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist. Ja. Ich wollte so wie... Ein Glück. Wie mein? Schon besser. Er braucht keine Welt voraus. Eigentlich wollte ich... Naja. Gibt es hier keinen Lichtschalter oder sowas, den man betätigen kann? Es ist ganz komisch. Das ist hier wahrscheinlich eine ganz simple Lösung, auf die ich wieder nicht komme. Höchstwahrscheinlich. Ich hatte schon überlegt, dass man ein Klitis hier einfach das Kopfkissen vorlegen muss. Aber nee, klappt auch nicht. Hallo, ist da drauf? Ich probiere jetzt einfach mal alles aus, was mir einfällt. Hallo, ist da drauf? Hallo, ist da drauf? Hallo, ist da drauf? Hallo, ist da drauf? Shampoo habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Doch, habe ich probiert. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Ich sehe, dass du verzönn dir ein dein Schicksal. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Nee, so kommen wir nicht weiter, Freunde. So kommen wir nicht weiter. Irgendwas Entscheidendes fehlt mir, worauf ich nicht komme. Ja, die Kapuze, ja, aber mit der kann ich irgendwie nicht interagieren. Ich wusste es. Zahnpasta. Das ist das Blöde. Das eignet sich wohl. Beim Belegen einer Pastete sind der Fantasie erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungstraktes, die meiner kulinarischen Neugierde die Flügel stutzen. Beim Belegen einer Pastete erneut. Irgendwas fehlt mir. Ich wüsste zu gerne den Knopf, mit dem man alles sehen kann. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, damit kann ich nicht interagieren, okay. Schade. Okay. Ich frag mich, für was wir das Messer brauchen. Es ist gerade wirklich ein bisschen famos, muss ich sagen. Für eine Maschine wirkt, dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Die Uhr ändert sich auch nicht so lange. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ja, das glaube ich. Logisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Ich bleibe lieber in Deckung. Tja. Raus, ja. Restaurant, ist da vielleicht noch irgendwas? Was ich verpasst habe die ganze Zeit. Kann ja auch sein. Dass ich das hier nicht anklicken kann. Kerze, die ich nicht auf... Warum kann man die Kerze eigentlich nicht aufsammeln? Weil die keinen Docht hat, oder was? Ah, also momentan sieht es wirklich so aus, liebe Freunde, dass ich gleich tatsächlich zwischen dem nächsten Part und diesem Part tatsächlich die Komplettlösung ranziehen muss, weil ich habe gerade wirklich keinerlei Ahnung, was ich hier tun soll. Keine Ahnung. Also gerade stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Auf dem dicken Schlauch, muss ich dazu sagen. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur...
für die aktuelle Phase und Zeit für die... Für die aktuelle und Zeit für die nächste... Tja. Verdammt. Ich frage mich wirklich, wie ich Doc dazu bringen soll, dass er mir den Schlüssel gibt. Sie ist schon wieder bewusstlos. Diesmal gehört es allerdings zum Plan. Ja, das wiederholt sich ja immer. Nichts da, Ruf. Ich brauche... Und ich brauche... Ich sagte... Ist ja schon gut. Warum braucht er den eigentlich die ganze Zeit? Du, Doc. Wie kommt das... Es käme schon... Ein Plasma... was würdet ihr... Ich muss los. Ihr habt mich schon... Je weiter du... Muss ich irgendwie... Hallo? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und meine herausragenden Social... Nee, das hilft uns dann auch nicht. Ja, man merkt, ich bin gerade so ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Ich bin ratlos. Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen... Ist hier vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte? Jetzt ist es leer. Jo. Was ist das denn hier? Hat er hier tatsächlich die... das Rohr mit abgedeckt? Interessant. Hilft uns nur nichts. Mit einem lustigen Heil. Und ich dachte all die... Die Heizung ist aus und das soll auch so bleiben. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekommen würde. Nein. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. Mhm, ist klar. Natürlich, Rufus. Das glaubt ja auch jeder sofort. Rufus, ein... Nee, ich habe gerade wirklich einen Hänger, liebe Freunde. Also, gerade ist wirklich so ein Moment, so, wo ich mir denke, so scheiße, was mache ich jetzt? Tja. Schwierig, schwierig, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Schon steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Wie gesagt, da oben. Ich tausche nochmal die Tasche zurück. Dass wir nochmal die Tasche von Cletus haben. Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Das weiß ich nicht, aber... Sorry. Absurder Humor ist, weil ich kann die... Ich denke vor allem an die... Auch nicht. Absurder Humor, ich kann... Ich denke vor allem... Auch nicht. Absurder Humor, ich kann... Ich denke vor... Es wäre schon Lust, aber leider fehlt ihm der... Ja, die Haare, ich weiß. Sollen wir ihn irgendwoher Haare besch... Da
Was hast du da? Werkzeug. Heißt das, du planst, meinen Kutter zu reparieren? Och, jetzt fängt er schon wieder mit seinem kaputten Kutter an. Gibt es vielleicht irgendwas, was du mir sagen willst? Dir habe ich gar nichts mehr zu sagen. Ich dachte schon, du seist sauer auf mich oder so. Boso hat so eine riesige Frisur. Den könnte man locker ein bisschen was abschneiden, daraus eine Perücke machen. Das heißt, wenn er wollte. Ne gut, Freunde, dann werde ich wohl einmal in die Komplettlösung schauen müssen, weil ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin ratlos und ich möchte gerne vorankommen. Gut, liebe Freunde, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin, tschüss.